und herzlich willkommen zurück zu Die Retzkes. Ja, wir stehen hier gerade vom Rockerbüro und wir wollten eigentlich zum Alex, aber wir haben so einen Durst bekommen, weil wir sind die Strecke gerade gelaufen. Und dann dachte ich mir, lass uns kurz hochgehen, uns ein, zwei Swish mitnehmen und dann halt weiterlaufen. Weil wir kriegen ja eh so for free, deswegen. Ja, dann warum sollten wir dann was kaufen? Wir wollen für euch heute mal wieder einen richtig, richtig fetten Shopping-Vlog drehen. Wir nehmen euch wieder mit. Es heißt Alexa-Time nachher. Freut euch auf was und nicht abschalten. Und jetzt gehen wir hoch. Ja. Hallo? Jetzt. Ich glaube schon seit 5 Minuten. Man hört die nicht. Nochmal klingeln. Nein, klopfen. Hallo. Hey, was macht ihr denn hier? Wir waren gerade in der Nähe. Ach was? Ich doch gerade los, aber okay, dann bleib ich noch ja, kurz. Aber wir haben auch tierischen Durst. Der wollte was trinken. Oh, gerne. Das mega nett. Mega super. Wollt ihr Swish haben? Swish, ne? Ja, wir hatten letzte Mal. Eine Tasche. Für diese rosanen Sorte. Ja? Passt zu dir, wa? Geht's euch gut? Ja. Und dir? Ja? Super, so geil. Ja. So geil. Okay. Ja. Ja, gönnt euch. Wir sind nachher noch unterwegs. Fahren wir zu dem? Lass wenigstens zwei da lassen für die Mitarbeiter vielleicht. Ja, ja. Um Gottes Willen, wir wollten ja auch nur einen. Ja. Okay. Ja. Ich denke, das reicht dann? Ja. Ja? Okay. Dankeschön. Nimm mal bitte. Oh mein Gott. Ja, und jetzt? Sonst? Sonst alles cool, ja. Ja, wir werden jetzt noch einen Shopping-Shop machen. Nee, alles gut. Alles gut? Ja, alles cool. Ja. Bei dir auch, ja? Und herzlichen Glückwunsch zum Relaunch, wie krass. Ja, ja. Neues Format, sieht echt gut aus. Dankeschön. War auch echt viel, hochwertiger Scheiß. Viel, viel Arbeit. Ja. Nach 3 Jahren dachten wir mal, einfach mal aufräumen und einfach mal wie neue Tapeten und neuen Teppich und einfach mal so eine neue Renovierung. Wenigstens mal ein positives Feedback, ne? Ja, also, ich kenne das vollkommen, wenn man neue Dinge machen will. Ja, ich finde es super, ja. Das ist wirklich ein völlig neuer Look und alles, ne? Das ist gut, ich finde es super, ja. Die Leute hassen es. Ja, ja. Jeder hasst es. So typisch, egal was du machst. Also es heißt immer so, ja, früher war mal alles besser. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ja, egal, ob es jetzt neues Make-up ist, neue Frisur oder irgendwas. Die Leute kommen und dann geht es halt ab. Jede große Veränderung bringt Schmerz, bringt Rückschläge, bringt Unbequemlichkeit und Disziplin. Und da will halt niemand durch, weil halt natürlich hier gerade so große Masse von außen kommt und das nicht anerkennt quasi, ja. Aber da musst du halt durch, wie bei einer Geburt, ne? Es war anstrengend, es hat Schmerzen bereitet, du hattest scheiß Angst, aber was dabei rausgekommen, danke. Da muss man erstmal durch und dann... aber es war schon krass, die Leute haben sowas gesagt wie, Conny ist gestorben und Celine hat aus Verzweiflung alles gelöscht und so. Aus ADS-Trauma. ADS-Trauma, ja. Also aber da muss man auch sehen, wie sehr sich Leute auch mit euch identifizieren, was ihr für eine Leistung erbracht habt, dass die Leute wirklich emotional reagieren und nicht einfach nur sagen, es ist ja scheiße, sondern wirklich sich tief verletzt fühlen auch, weil sie mit euch das alles mitleben. Ne? Wir haben es auch versucht, irgendwie aufzufangen, aber es war halt relativ schwierig, weil es sind ja so viele Menschen, man kann ja da nicht irgendwie auf jeden Einzelnen eingehen. Also hat man das erstmal ruhen lassen und wollte das dann halt irgendwie gebündelt dann irgendwie dann mal irgendwie erklären. So, hier sind meine Augen. Ja. Sorry. So, kein Problem. Das ist wie mit Frauen, wenn du ein Dekolleté tragen. Ich weiß nicht genau was, aber egal. Okay. Ist okay. Auf jeden Fall. So, irgendwie kommen heute alle, die kommen zu mir. Wissen nicht, wie sie mit mir reden sollen. Ich verstehe gar nicht, ich muss halt irgendwie eine Aura haben, ja, so eine Ausstrahlung. Ja. Ich komme auch irgendwie total raus, aber ich denke mir, es ist einfach total warm. Ich muss jetzt auch erstmal was trinken. Trink mal was. Und ja, und dieses Thema nimmt mich ja auch ein bisschen mit, muss ich auch dazu sagen. Ja, alles gut. Ja, weil es war halt einfach scheiße. Man denkt sich so, ja, man macht was Neues und irgendwie gibt sich so viel Mühe. Und also wirklich so 90%, alles ist scheiße. Früher war es besser. Wir sind authentisch. Wir machen genau dasselbe, nur jemand hat eine Kamera in der Hand. Es ist gut, dass es dich berührt, weil du bist ja kein Roboter, du bist ja ein Mensch. Ja. Aber, musst auch immer sehen, es gibt natürlich viele Überreaktionen in kurzer Zeit. Warum darfst du dir das nicht zu Herzen nehmen? Ihr kennt es, wenn ihr zum Beispiel mal was gesagt habt, was ihr gar nicht so meintet. Ja. Oder nochmal 2-3 Mal drüber nachgedacht habt und so. Ja, und das ist halt... diese erste Emotion verstanden. Man bekommt halt keinen Filter, sondern man kommt halt direkt ab. Sind auch keine Menschen direkt vor einem, das ist das Internet, also schnell geschrieben, logisch. Ja. Aber schön,
mal darüber gesprochen zu haben. Wir wollten es heute auch ansprechen. Auf euren Channel. Dankeschön. Dankeschön. Ich mach gleich auf. Cheers. Es sind ja auch viele Erinnerungen, die man selber halt auch löscht. Aber es ist halt auch Instagram. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe? 3,5 Stunden. Jedes einzelne Bild muss ja einzeln löschen. Eines runterscrollen. Ja. Oh, drei. Wiedergekommen. Weil, ja, die haben sich dann richtig ätzend. Und ja. Hab ich jetzt beschwert? Hab ich doch gelöscht. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen und dann waren irgendwann wirklich so, habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, okay, jetzt ist 1:30 nachts, jetzt ist auch mal Schluss. Hast du die Bilder noch alle irgendwo, also dass du die für dich hast? Ja, ich habe sie. Davor habe ich halt immer Angst. Ja. Ja, meine Anfänge mit dem Programm und alles mögliche, dann sind da die Bilder nicht mehr da. Ja. Ich hätte ja doch noch jedes abscreenshotten müssen oder so. Ne? Manche habe ich sogar so gemacht, einfach als Erinnerung und so, aber es ist halt, man muss halt auch einfach loslassen, wenn man dann halt einfach ein neues Bild schaffen möchte. Und jetzt ist es halt cool, es ist wirklich so, wie es mir vorgestellt wird, so ein ganz klares Bild und man fängt einfach, man ist ja noch dieselbe Person, aber man hat einfach wieder so ein klares Bild. Ja, können wir jetzt mal los? Ich muss schon meine Jacke ausziehen, so arschheiß. Ich bin auch total durchgeschwitzt und dann ist ja auch, wenn man ein bisschen was vorhat. Wie bitte? Ja, auf jeden Fall. Was du wieder anhast. Ich finde meine Anzüge war total crazy. Aber es ist ja normal, wir sind auch komplett unterschiedlich, was die Klamotten anbetrifft. Ich finde, ihr seht immer voll spitzenmäßig aus. Dankeschön, dankeschön. Und, jeder so, wie er für sich selber ist. Du siehst auch gut aus. Irgendwie hast du heute irgendwas Besonderes? Ich weiß auch gar nicht, was ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich habe ein neues Parfum. Es kann sein, dass es... Okay. Stimmt, ja, manchmal ist es dann so, ja, klar. Das ist irgendwie so ablenkend, wenn man nicht weiß, was es ist, weil es so unterschwellig ist und so. Ich war aber auch schon eben abgelenkt, muss ich auch dazu sagen. Wir sind jetzt am Alex, wie man unschwer erkennen kann, und wir laufen gerade Richtung Alexa und werden mit euch shoppen gehen. Ey, Celine hat eine Doku gesehen, man kann jetzt, ja, das wusste ich nicht, man kann sich dafür bewerben, dass man am Tag... Als Auflader, das hat so einen besonderen Namen, aber kannst du halt aufladen. Und wenn du 10 Roller auflädst, dann bekommst du 40 Euro. Aber stellt euch mal vor, die stehen natürlich nicht alle an derselben Stelle. Nee. Du musst die dann wieder an so einen bestimmten Spot zurückbringen. Und dann musst du dieses Teil auch tragen. Und das alles noch mit BVG. Und vielleicht fängt es an zu piepen. Also ich finde ja 40 Euro jetzt nicht wenig Geld, aber für 10 Roller und die erstmal abholen, zu Hause aufladen, das dauert ja auch ein paar Stunden. Wieder zurück ist schon... Okay. Aber egal, Job ist Job. So, wir sind jetzt aber Alexa und ich würde sagen, wir können auch hier rein. Hier ist ein Hintereingang. Kennst du ja, ne, den Hintereingang so jetzt? Der ist ja bekannt, wa? Ich weiß nicht, von was du redest, aber... Leben, wozu? Meine ich doch, die piepen immer. Aber einfach so zwischendurch? Ja. Oh, es geht aber schnell. Ja. Ist das Schwachsinn? Ich meine, man muss es ja irgendwie anfassen dürfen. Nee, darfst du nicht. Du musst es ja nicht anfassen, um den Code, der hier ist, zu scannen. Zumal der Akku ist doch schon leer. Ja, deswegen. Siehst du das? Naja. Du bist du hier da. Ja, genau. Okay. Ist komplett over. Na, wo sind die Auflader? Das wäre doch eigentlich mal eine Idee, so, dass Celine mal vielleicht mal so 2 Tage so als Auflader arbeitet. Du musst dich ja richtig bewerben und so. Ja. Also, ich habe dazu Bock. Okay, wir haben jetzt hier. Eine Kamera, das ist mega ungewohnt. Ich brauche eine Handyhülle, aber ich will mir eine Original von Apple holen. Jetzt weiß jeder Bescheid. Ich muss mal gucken, wo. Hier sind Handy. Ja, Samsung. Da Apple-Zubehör. Richtig, ja. Hier. Und hier müsste auch die Hülle sein, die ich möchte. Rosa. Wo? Na, rosa. Ja, nee, jetzt ist ja nicht von Apple, ne? Siehst du ja auch. Und warum steht da unten? Apple Zubehör. Da, hier ist die Original. Die kosten 50, ja. Frag nicht warum. Hier. Und dann wollte ich noch. Guck mal, sogar die
Ach, iPhone 11. Boah. Ja, die hat doch so eine 4-Dings-Kamera. 3 hat die. 3? Ja. 3 war das, genau. So eine Herdkamera. Sieht aus wie vom Herd. Sagen alle. Ich wollte noch eine Schutzfolie. So, ich habe jetzt ausgewählt. Hier. Was tust du? Halt das. Die Hülle. Und diese Panzerglasfolie. Ja. Also beides zusammen. Kostet 75. Schon ordentlich, wa? So, wir haben jetzt die Handyhülle, die Panzerglasfolie. Und Mama hat sich noch für einen Staubsauger entschieden. Es mega ist, geil, ich freue mich. Es ist ein Dyson geworden. Ach ja, schon ganz viele haben in den alten Vlog damals gefragt. Ja. Gesagt, dass Dyson geil ist, kabellos. Ich glaube, Miele war halt auch noch ganz oben, aber es ist ein Dyson geworden. Es ist ein Junge. War so eine tolle Idee, den jetzt zu kaufen. Vor allem, wir gehen noch voll viel shoppen. Wenn er runterfällt, dann tausche ich den um. War jetzt gerade noch kurz beim Mac, weil mein Wimpernkleber ist alle. Habe ich noch kurz einen neuen geholt. Jetzt sind wir bei Calzedonia. Und meine Strumpfhosen hat so viele Laufmaschen. Aber ich finde, es sieht mittlerweile so geil aus, weil das sieht irgendwie wie gewollt aus. Also ich finde es eigentlich gar nicht so uncool. Wusste die dieselbe jetzt oder eine andere? Nee, eine andere. Dieselbe gibt es jetzt nicht mehr. Aber ich überlege halt, weil eigentlich wollte ich die immer haben. Aber die ist halt unten dunkel. Und ich finde, um ehrlich zu sein, welche, die unten auch hell sind, wie hier, eigentlich fast schöner. Ach ja, guck mal. Oh. So, und das ist halt auch scheiße geil, ne? Ja, aber wenn das hinten schief ist. Oh. Ja, das stimmt. Was hast du da gemacht, ey? Also wenn das hinten schief ist, sieht das total unordentlich aus. Also da musst du mal drauf achten, dass die Naht hinten wirklich perfekt sitzt. Ey, die sind geil. Die habe ich mir jetzt letztes Jahr geholt. Die kann ich wieder rauskramen, weil... Ja, es wäre kalt. Ja. Solche Haarreifen sehe ich voll oft. Das ist irgendwie total angesagt. Wie findest du die? Geht so. Das sieht, wenn du so ganz glatte Haare hast und so eine ganz schicke Bluse, sieht das irgendwie cool aus, finde ich. Nee, weil sowas Fettes hinterm Ohr zu haben, ist mega unangenehm. Mach mal. Du findest es schick, hast du gesagt. Ja, aber ja, ne. Naja, also das ist ja egal. Also. Naja. So, ich wollte es ja immer nochmal anhand eines Menschen zeigen, dass das total scheiße aussieht. Aber es gibt doch immer so Frisuren, wo du so ein Flechtdings rummachen kannst. Ja, aber. Naja, nee. Ich muss ehrlich sagen, es gibt doch gar keine hübschen Winterjacken, wenn man mal so guckt. Guck, wie schön das aussieht. Nee. Angezogen sieht das bestimmt edel aus. Teppichvorleger im Bad, so ein Duschum. Wo ist mein Teppich? Ach hier, Mensch. Danke, dass du ihn mitgenommen hast. Das ist also mein Shirt. Lausche ist er, aber ich glaube, da schwitzt er aber auch drin. Dann stinkst du wie sagst du? Wie ein Iltis. Okay, wir gehen jetzt in Bershka, weil wir haben Zara nichts gefunden, was auch irgendwie logisch ist. Ist es nicht, lass dich nieder. Aber ich finde Bershka mittlerweile eigentlich am besten, so mit, weil hier einfach alles auch. Ist, weißt ich du, alles durchmischt und oh, voila, und jetzt werde ich, guck mal, sowas hier, weißt du, einfach so Boyfriend-Hosen. Ach, so eine meinst du, ja. Geil, richtig schön. Da fühle ich mich halt wohler, weißt du, anstatt nur so skinny, weil drückt doch mein letztes Fett weg, so, brauche ich ja dann nicht. Deswegen ziehe ich jetzt mal, warte mal, ich nehme mal ein paar mit und ziehe dann welche an. Meine Augen tränen wie Feuer, weil das hier so alles so... Ach. Meine brennen auch. Okay. Meine brennen aber auch richtig doll. Ja, so, das sind jetzt... Also ziehen wir jetzt hier erstmal an. Das sind ganz viele Hosen. Ah. Mama hat auch... Ich habe dich natürlich selber gegriffen, die ich auch gegriffen habe. Ist die einzige Band. Ich war. Ich habe jetzt geguckt, ob ich... Also hier einmal S, einmal XS in zwei verschiedenen Farben. Mhm. Denn diese Jacke und einmal dieses Oberteil. Ja. Okay, jetzt haben wir die jeweiligen Outfits an. Also ich finde mein Outfit richtig geil. Das ist halt die Hose Oberteil. Trägt man so nicht, ne? Das ist ja klar. Wie trägt man die denn? Das High-Waist, Mann. Also ich glaube, die Hose gefällt mir nicht so.
Also ich jetzt nicht, auf einmal. Versteht man nicht. Ja, zieh doch mal bitte die braune an. Ich wette mit dir, die sieht viel besser aus. Ich finde die Hose geil, aber irgendwie steht die mir nicht. So, wir sind jetzt mal ganz kurz in Taylor reingehuscht, weil ich habe mir diese Hosen jetzt gekauft. Ich habe mir Beine geholt. Ich habe mir die schwarze geholt. Wir haben uns jetzt nochmal entschieden, nochmal zu Bershka zu gehen. Aus einem Grund, Vaseline hat die ganze Zeit irgendwie so einen Pulli im Kopf gehabt. Mhm. Und da ist er. Das ist halt mega geil, ne? Was ich richtig geil finde an denen ist, dass die Ärmel so ein bisschen breiter sind. Genau. Dieser Aufsteller war vorher aber noch nicht da. Aber ist geil. Boyfriend. Hier ist auch nochmal Momfit. Hier. Aber guck mal. Oh Gott. Eine 34. Aber angezogen kann es geil aussehen. Oh, anprobieren, wa? Ja. Okay, Mama hat jetzt die Momfit-Hose an. Mom. Und es ist halt mies ungewohnt, ne? Aber ich finde es halt cool. Also die Schuhe sind halt potthässlich dazu. Wie ist denn das? Passt das oben oder ist es zu locker? Sieht aus, wie eine Windel anhabe. Also ich finde die unmöglich. Dann zieh doch mal die andere an. Das ist so. Das ist bei denen so. Das sieht aus, als wäre wie so eine alte Frau. Sehr elegant. Macht aber einen sehr komischen Film. Zeig her. Nein. Hä? Das hier. Zeig mal. Ach so. Was ist da los? Ich denke, wenn man die trägt und wäscht und normal, sie ist so... Ja. Also sorry, seid mal nicht böse, aber diese Hose sieht einfach mal unmöglich aus. Also hier vorne, das macht mich ja richtig aggressiv. Aber vielleicht ist es auch bequem oder so, wenn man sich dran gewöhnt. Aber ich habe das Gefühl, beim Laufen, das scheuert hier irgendwie an der Seite, hier so am Oberschenkel. Weil das halt so, ja, die Naht halt, das ist halt nicht eng und so. Irgendwie ist das, ach, keine Ahnung, ich bin es halt gewohnt, mit engen Jeans zu laufen. Schade eigentlich. Keine Figur in der Hose. Jetzt sind wir gerade bei Edeka. Zeig mal, was hast du da? Brotei. Und Quarki. Und dann habe ich noch Gummibärchen. Und Tomaten, nicht so nah. Und Tomatensauce für meine Nudeln zu Hause. Ich brauche Teebaumöl. Because. Ne, Herpesfresse. Ja, hilft wirklich richtig, richtig gut. Teebaumöl. Wo denn? Naja, ich weiß. Ich guck mal, ob ich sie finde. Ja, müsste hier irgendwo sein. Nee. Scheiße. Teebaumöl. Ich habe 1000 Sachen ausprobiert bei Herpes. 1000, wirklich 1000 Sachen. Und Teebaumöl hat geholfen. Oder hilft. Immer. Wenn ich einen Herpes bekomme, kaufe ich Teebaumöl oder habe das zu Hause oder im besten Fall in der Handtasche. Hast du es gefunden? Was? Ich hab's nicht, das war da falsch, das gab es da nicht. Ja, gut. Müssen irgendwie da gucken, wo so... Ja, ne? Du weißt, was ich meine. Ansonsten müssen wir kurz einfach nebenan, da ist Rossmann. Ach so, ja, dann gehen wir da einfach gerne. Zur Not, weißt du? Aber eigentlich müssten die auch sowas hier haben. Wir haben's! Ja. Zum Glück, die Leute denken ja eigentlich immer, dass du eine Krankheit hast. Ist ja ganz gut. Deswegen habe ich mich ja irgendwann dran gewöhnt, dann finde ich es auch nicht mehr ganz so schlimm, der Gedanke. Geht zur Kasse, schnell, schnell, schnell. Für diese eine Sache stehe ich jetzt keine 80.000 Jahre an. Wieder zu Hause und wir haben euch ja versprochen, dass wir anschließend noch einen Haul machen und den werden wir jetzt auch machen.
Ich glaube, wir haben alles gefilmt, was wir gekauft haben in den jeweiligen Läden, aber wir werden es jetzt trotzdem noch mal zeigen, weil ich habe schon wieder voll vergessen. Ich wollte es gerade sagen, das machen wir eigentlich viel zu selten, weil wir haben die Sachen ja meistens immer nur gekauft und dann gar nicht gezeigt. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool, dass wir jetzt ein Haul machen. Das Doofe ist, dass das meiste von mir ist so. Ich weiß, Nina hat heute relativ viel eingekauft. Ich habe heute nicht so viel geholt. Ich habe auch jetzt nicht so viel gefunden. Ich wollte eine Hose holen. Hab ja noch eine Hose bekommen, aber deswegen eskaliere ich halt nicht. Oh Gott, diese Mom-Hose. Mom. Alter, wie ich das ausgesprochen habe. Aber es ist auch voll cool. Weil es ist manchmal so, dass man irgendein Wort liest und das nicht richtig aussprechen kann. Und sie so, ich habe jetzt die Mom-Hose an. Ja, aber es war so halt Mom. Ja, aber das ist ja, man spricht es ja nicht Englisch, weißt du? Warum soll ich jetzt so Englisch vor dir so reden? Mom. Ja, weißt du, das ist ja Schwachsinn. Und, aber es klingt halt einfach geiler, dieses Mom, aber wenn ich jetzt auf Deutsch, dann... Weißt du, also, Mutterhose, also wir haben... Hose. Ich habe mir bei Calzedonia zwei Strumpfhosen geholt und zwar habe ich mir einmal eine ganz, ganz, ganz einfache geholt. Das ist einfach mit so 40 Dehnen, die ist ohne Schnickschnack, einfach nur für 5 Euro habe ich einfach jetzt geholt, dass ich was habe. Aber die Qualität ist halt einfach Bombe. Ja, genau. Ja. Also es ist besser als die von 1 Euro bei Rossmann oder so. Das kommst du einmal mit dem Finger rein, dann ist vielleicht noch genau. Und dann habe ich mir noch eine geholt, die ist richtig schick. Da sieht man hier mit so einem Schleifen und so. Habe ich ja auch an, jetzt auch, aber die hat so viele Laufmaschen. Das haben wir ja vorhin gezeigt. Aber das ist schon wieder so cool. Sie hat wie von so einer Sängerin oder so. Also wenn es jetzt eine billige wäre, würde das auch gar nicht so aussehen. Nee, ich habe alle meine Strumpfhosen von Calzedonia, Wimpernkleber habe ich mir geholt. Der hat ungefähr jetzt, sagen wir mal, fast ein Jahr gehalten. Also wirklich so, die halten wirklich so, ich habe, also wenn ich mir jeden Tag Wimpern aufklebe, fast jeden Tag, also es hat einfach ein Jahr gehalten. Und zwar hole ich mir mal die große Tube von Duo. Und die kosten 15 Euro. Das ist voll billig von Kleber, der noch ein Jahr hält. Das ist wirklich so eine Riesentube. Aber ich habe jetzt auch wirklich so gute Erfahrungen damit gemacht. Ist auch der beste, der hält am besten. So. Auch nichts anderes holen. Oh, wie fett die einfach ist. Und man braucht ja wirklich nur so einen Tropfen. Ja. Ja, also ich wollte mir eine Mom-Hose holen. Oder so Mauerhose. Oder so eine Boyfriend-Hose. Weil ich es eigentlich ganz cool finde. Und ich hatte mal eine. Habe ich auch geholt. Die mir mal stand und ich richtig geil fand und ich liebe halt auch bei Frauen so diese Boyfriend, weil es ist genauso herbstlich, du ziehst so Stiefel drüber, hast so einen geilen Gürtel, so ein Hemd und so, Moment jetzt. Und dann habe ich mir eigentlich das so vorgestellt und dachte so, oh, so Herbst, so mit Mantel und so ein Schal, so eine Boyfriend-Hose und so, habe ich mich total gefreut und ich sah aus wie so ein Bauarbeiter, keine Ahnung, was wir haben das ja zum Glück geblockt. Du hast ja die Kamera in die Kabine genommen. Ne? Ich habe aber mich körperlich nicht verändert oder so. Nein, ich konnte nicht mehr. Dieser Hosenstall, der ging ja fast bis zum Knie. Ja, das sah so schlimm aus bei mir. Aber weil ich das aussenden kann, ich habe die damals bei H&M geholt. Vielleicht sind die da ein bisschen anders. Ich gehe nächstes Mal nochmal zu H&M. Natürlich sind die anders als bei Zara. Auf jeden Fall habe ich mir eine geholt. Tatsächlich. Und ich habe sie auch angezogen, ich habe sie euch auch gezeigt, demonstriert. Das ist eine Mann. Nein, die engere. Ah ja, genau. Genau, die engere, okay. Weil irgendwie sah die halt toll aus. Aber mach nicht mit diesen hässlichen Stiefeln, womit du die im Vlog anhattest. Das ist verrückt. Ja. Wollt ihr mal... Die haben es schon gesehen. Nee, du kannst es zurücknehmen, weil diese Stiefel, wirklich, du weißt nicht, was die für eine Geschichte haben. Nee, die habe ich aus dem Secondhand-Land. Ja, so, oh, nee, wirklich. Okay. Und, Und kann ich hören. Moment, ich habe die angezogen. Dachte mir so, nee, doch nicht. Ja, nein, nicht hässlich. Aber das ist einfach, nee, einfach man kennt es, man zieht was an, dann bin ich nach Hause und konnte die nicht vergessen. Und ja, ich habe die dann genommen, aber ich habe eine andere Farbe genommen, die ist ein bisschen dunkler. Also ich habe eine hellere anprobiert und habe mich aber dann doch für die entschieden, weil, ganz ehrlich, irgendwie, ja, warum soll ich jetzt eine ausgewaschen holen, wenn ich die jetzt so 10-mal wasche, dann sind die auch irgendwann so aus. Ich habe... fand die irgendwie edler. Danach waren wir, nee, davor waren wir bei Bershka. Also wir waren 8-mal bei Bershka ungefähr heute. Du hast ja eine Sache da. Was ist denn? Oh nee, das hab ich gar nicht gesehen! Hä? Also ich habe mir eigentlich, Moment mal, du hast mir wieder meinen kompletten, ich habe mir was für ein Instagram-Bild überlegt. Ich habe diese Hose. Scheiße auszusehen. Ich habe mir diese Hose gekauft. Mit dem, also Quatsch, Mann. Ich habe die Hose anprobiert. Hör dir mal zu, ja, mal diese Hose, die ich in der Kabine anhatte, die du dir auch erst holen wolltest. Hab ich. Und ich hatte ja das Problem, irgendwie, dass sie nicht so richtig gepasst hat und weiß ich was. Und dazu wollte ich ja eigentlich
dieses T-Shirt anziehen, weil die ja unten ein bisschen breiter ist, sieht oben eng einfach geil und sexy aus. Das ist ein Tiger! Nee, das Ding ist, dass also Mama wollte sich die Hose ja eigentlich auch holen. Also eigentlich ja nicht, weil im Vlog sieht man ja ganz klar, wie sie sagt, die ist hässlich. Moment! Nein! Und dann ist es so, dass sie dann... Das hat ja einen anderen Grund. Dass sie dann, also war dann halt an der Kasse und sie meinte so, ja, ich muss kurz was machen, nimm die mal, also zahl die mal. Ich so, nee, die zeigt nicht, guck, wie hässlich die ist. Du hast selber gesagt, du findest die hässlich, also hol die jetzt nicht nur, weil du irgendwie auf Krampf eine Hose holen möchtest. Habe ich die zurückgelegt vor ihren Augen. 2 Stunden später, wo ist denn eigentlich meine Hose? Ja, nicht gekauft, weil die hässlich aussieht und du selber meintest im Vlog und die Beweise sind auf Kamera festgehalten. Also ich glaube, die Hose gefällt mir nicht so. Jetzt haben wir zum Glück nochmal eine andere schöne Hose gefunden. Ja, okay. Haben aber die wir andere wirklich stand, die das stand hier nein, nicht. Doch. Ist, ich habe mich irgendwie... Wann markiert man das dann? Verliebt man sich irgendwie später? Irgendwie dachte ich, irgendwie war die geil. Irgendwas hatte die. Du das warst doch auch mit der Hose nicht am Anfang zufrieden. Doch, war ich. Dich doch, war ich. Später verliebt. Nee, habe ich nicht. Doch, ich war direkt verliebt. Weil hey, die du hast mir erzählt, von wegen, was meintest du? Ja, Hochwasser hast du gesagt. Ja, genau. Das ist das Einzige, was mau ist. Aber daran muss ja, ich. Ja, genau. Und dann hätte ich auch gedacht, so, ah, ihr gefällt die nicht, ich bringe sie zurück. Ich war mir nicht zuerst sicher, ob ich die holen soll. Aber ich habe es dann doch gemacht, die kostet 36 Euro. Da habe ich halt gesagt, ah, ja, soll ich jetzt, soll ich nicht? Und dann habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf. Nehme ich beide, weil ich konnte mich ja zuerst nicht richtig entscheiden. Welche hast du noch geholt? Ach, die haben wir geholt? Die sah an mir gut aus, das hast du auch gesagt. Du meinst, ach, an dir sieht irgendwie besser aus, weil du größer bist. Du hast jetzt, du wolltest dir eine Hose kaufen. Und du hast dir die Hose geholt, nein, ich habe, die ich haben wollte. Ich habe meine Freunde auf WhatsApp die Bilder von beiden Hosen geschickt und meinte, welche soll ich mir holen? Dann meinten beide, hol dir bitte beide. Es stehen beide, die sehr und gut. Ich gehe kurz raus telefonieren ich habe und dann sage ich ihr noch so, von beiden so mit den Händen so beide Sachen kaufen. Was für Hände? Du hast, wir waren 50 Zehn. Waren wir nicht. Doch, und ich hab zu dir gesagt, die ist hässlich und die scheiße ist. Wenn dann die braune. Und du meinst, dir die braune ist hässlich. Du kannst mir doch nicht sagen, was mir besser gefällt. Und dann habe ich mir noch so ein Oversize, ne, okay, Oversize nicht, sondern so Bomber-Style-mäßig einen Pulli geholt. Weil er ist so ein bisschen bauchfrei. Und ich weiß nicht, halt ganz gut finde. Und passt halt, ja, mit der. Mit der tollen Hose. Ja. Ja, das war's. Wir haben doch den Staub. Du hast einen, ey, den mache ich. Finger weg. Auf jeden Fall haben wir uns einen Staubsauger geholt. Also Celine, ganz ehrlich, du darfst dich wirklich bald nicht mehr wundern. Die ganzen Kommentare, die du so erhaschst mit deinem Benehmen. Nein, Leute, jetzt mal for real, also die Leute, die mich wirklich feiern und mögen, die schreiben mir das auch auf Insta direkt und machen und sagen, ey, die feiern das, wie ich mein Ding durchziehe. Und die Leute, die mich haten und hassen, die werden mich eh immer irgendwie kritisieren. Also, das ist mir, aber es ist mir so schnuppe, also so. Aber für die Leute, die immer positive Sachen über mich sagen, da freue ich mich immer sehr drüber, weil habe ich nicht so oft. Hier im Übrigen, also egal wie viel Geld ich heute ausgegeben habe, Mama hat's getoppt. Mit einer Sache. Vor allem, sie sagt nur, das war so lustig, ne? Sie sagt so, boah, ich habe irgendwie heute voll wenig Geld ausgegeben. Ich habe nur ein T-Shirt und eine Hose geholt. Ich so, oh, der Staubsauger? Ach ja. Mhm. Also, ich zeig ihn. Aber ja, ich zeig ihn. Ah, Mann, ich hol ihn raus! Ich muss ihn ja auspacken dafür. Guck mal, da ist er. Aua. Das war's auch von dieser Shopping-Seite. Es hat echt viel Spaß gemacht. Also, das werden wir auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, immer so machen, wenn wir shoppen waren, dass wir dann danach einfach so ein Haul machen. Ja. So, Leute, wir werden jetzt dieses Video beenden, wenn wir jetzt schlafen gehen. Sandmann, das habe ich auch gehört. Nicht so doll pusten. Mann. Und eine wunderschöne gute Nacht. Da werde ich jetzt umfallen. Nein, tut es nicht. Jetzt überall wachsen und so. Pass auf da hinten. Oh, pass auf, ich kriege sowas aber schnell. Okay, Kiau.